Verdrehten Honk. Man sollte den Glauben an die Menschheit nicht gleich verlieren, nur weil man Einzelnen nichts mehr glauben kann. Dazu muss man nicht zu Putin abschweifen, so ein Wurle, Vögel, Nixnutze, Arschkrampe und verdrehte Honk gibt es auch in der Eifel, an Rhein und Mosel und in allen sozialen Ständen und Lebensformen, selbst in der Kirche. Nicht umsonst machte der Volksmund schon lange vor den nicht enden wollenden Klerikerskandalen einen verbal nur minimalen Unterschied zwischen Scheinheiligen und Heiligenscheinen. Schenghellige kriege niemals eine hellige Schenk. Auch kennt der Eifeler Komjehellige, also Zeitgenossen, aus denen man nicht schlau wird, auch nicht, wenn man Sibbesack Salz oder nie frei sät, und deren Verhalten absolut willkürlich und unnachvollziehbar ist. Einmal hot, dann wieder ha, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, gerade so wie ein Sosig. Komisch dünken auch die heiligen Figuren in den Kirchen der Nachbardörfer. Die eigenen Patrone sind einem vertraut von Kindesbeinen an. Da weiß man, wo man dran ist, aber nicht mit deiner Komi-Hellie von deiner anderen Dörpe. Zum Beispiel in Orwiele, in Neef oder Büdesheim. Die blieben in einem Framp, solange man läuft. Ihre künstlerisch hinzugefügten Attribute sind nichtssagend und austauschbar. Also die Attribute von der Hellie, die haben ja meistens eine Anker, ein Schwert oder so jetzt. Nichtssagend und austauschbar wie Alfa Romeo statt Alpha und Omega. 100% komisch. Wobei regelmäßigen Lesern dieser Zeilen längst klar ist, dass komisch im Rheinfränkischen nicht lustig bedeutet, sondern alles andere als das. Eher spektakulär, bemerkenswert. Komisch Dünge ist eine außergewöhnliche Sache, eine komische Wurl, mit Sicherheit kein Spaßvogel, sondern ein missmutiger Eigenbrötler, der anderen in die Suppe spuckt und mit Anlauf vors Schienbein tritt. Solche Menschen sind widerwärtig und durchdriffen. Eine fiese Möb ist angesichts des Grads der Verkommenheit eine Beschönigung. Allerdings kommt auch Stinkstiefele irgendwann der Absatz abhanden.